Schulen brauchen nicht nur Infrastruktur und Hardware, sondern Schulen brauchen vor allem kluge Köpfe, die dieses Wissen gut vermitteln können. Und das heißt, wir brauchen zunächst mal eine Qualifizierung der Lehrkräfte, die dann entscheiden können, wie sie diese neuen Medien sinnvoll einsetzen. Außerdem brauchen wir für Schülerinnen und Schüler auch Medienbildung. Sie sehen ja, im häuslichen Umfeld gehen Kinder schon ganz selbstverständlich mit diesen Endgeräten um, aber das Bewusstsein im Hinblick auf den sinnvollen Einsatz von Medien und vor allem auf diese ganze Influencer-Szene hin betrachtet, das ist sehr wenig ausgeprägt in den Eltern, in vielen Elternhäusern. Und da hat Schule eine sehr wesentliche medienpolitische Aufgabe, auch hier wieder im Hinblick auf politische und Demokratiebildung. Und da braucht es ein Umfeld aus Digitalpädagogen, Medienpädagogen, die sage ich mal, normalen Pädagogen in ihrer Professionalität unterstützen, weil Lehrkräfte sollen ja das tun, wofür sie ausgebildet sind, nämlich gut unterrichten mit allen Medien. Und daher ist das Wichtigste die Qualifizierung des Personals.